Das ging schon emotional an die Substanz. In diesem besonderen Fall muss man als Verteidiger auch im Hinterkopf die Opfer haben. Lüchte war irgendwie zu keiner Zeit ein normaler Fall, den man absehen konnte. Wie konnte das passieren? 20 Jahre, hat keiner was gesehen, was gehört oder wollte niemand sehen und was hören? Das bleibt im Grunde das große Rätsel dieses Prozesses. Kaum ein Kriminalfall in Lippe hat so viele Abgründe offengelegt wie der Fall Lüchte. Zum Prozessauftakt ist die Anspannung greifbar. Alles steht und fällt mit den Geständnissen der Täter. Dicht an dicht drängen sich Kamerateams in den Saal 165. Andreas V., der über Jahrzehnte hinweg Kinder missbraucht hat, versteckt sein Gesicht hinter einem Aktenordner. Seine Maske wird er die nächsten 10 Verhandlungstage nicht fallen lassen. Ich hatte ein paar Rückschläge, weil er durch Gefängnispsychologen anders beraten wurde als durch mich. Man hatte ihm eingeredet, er könne mit einer Bewährungsstrafe rechnen, wenn er denn bestimmte Dinge erzählen würde. Und das hat mich in meiner Arbeit sehr zurückgeworfen. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Respekt vor dem ersten Hauptverhandlungstag. Doch Andreas V. gesteht wortlos. Genau wie Mittäter Mario S., der den Blick in die Kameras nicht scheut und den Versuch einer Entschuldigung wagt. Mindestens 41 Kinder sollen von beiden Tätern missbraucht worden sein, das ergeben die Ermittlungen. Am Ende wird das Verbrechen an 32 Kindern verurteilt. Wenn man nur die Taten nimmt, brauchen wir nicht zu debattieren und zu diskutieren. Das ist so abscheulich, wie etwas nur abscheulich sein kann. Aber er hat schon auch, wie man so sagt, normale Momente und so hat er sich auch präsentiert in den Gesprächen mit mir. Man hat am Anfang vielleicht eine gewisse Scheu gehabt bei der ersten Tat oder bei den dann nachfolgenden anfänglichen Taten. Aber irgendwann, glaube ich, hat man einfach schlicht und ergreifend einen totalen Realitätsverlust erlitten. Abseits der Haupttäter nimmt Heiko V. aus Stade auf der Anklagebank Platz. Der 49-Jährige soll mindestens 4-mal am Missbrauch per Live-Chat teilgenommen und Anweisungen gegeben haben. Dass er nie selbst ein Kind angefasst hat, ist letztendlich seine juristische Rettung. Nach dem zweiten Verhandlungstag ist das Verfahren gegen Heiko V. abgetrennt worden. Das Urteil hat uns alle überrascht. Er saß 7 Monate in Untersuchungshaft und kam von jetzt auf nun sofort auf freiem Fuß. Zwei Jahre Haft auf Bewährung lautet das Urteil für Heiko V. Ihm kommen die Tränen, als er realisiert, dass er als freier Mann das Gerichtsgebäude verlassen darf. Im Gegensatz zu Andreas V. und Mario S. wurde ihm keine pädophile Neigung attestiert, weil er auch langjährige Beziehungen mit erwachsenen Frauen hatte. Eine Einladung von Andreas V., ihn auf dem Campingplatz zu besuchen, schlägt Heiko V. aus. Dass er diese eine Grenze nicht überschritten hat und geständig ist, rechnet ihm die Jugendschutzkammer hoch an. Außerdem sind die Taten lange her. Der Kontakt zum Dauercamper bricht Anfang 2011 ab. Der Austausch von damals spricht dennoch eine deutliche Sprache. Kinder sind in diesen Chats wirklich wie Objekte dargestellt worden. Und man hat auch so über sie gesprochen, als wären sie einfach jederzeit abrufbar und benutzbar und hätten überhaupt keinen Wert. Mich macht zurzeit die Tochter ganz wuschig. Die legt es auch schon richtig drauf an, mal angefasst zu werden. Aber lieber vorsichtig sein. Haben Zuwachs bekommen. Von einer 12-Jährigen mit Schwester. 6 Jahre, voll süß. Na super. Und sind sie auch schön willig oder müsst ihr euch zusammenreißen? Hallo Heiko. Leider sind sie noch nicht willig. Die beiden haben aber keinerlei Bedenken, sich nackt auszuziehen. Die Bewährungsstrafe stößt in großen Teilen der Öffentlichkeit auf Gegenwind. Vor dem Landgericht kommt es zu Protesten. Die Menschen fordern härtere Strafen und kritisieren das Gericht. Unter den Nebenklagevertretern, die teilweise auch 3, 3,5 Jahre gefordert haben, war der Unmut sehr groß. Das war ein Urteil, mit dem ich nicht gerechnet habe. Der Blick zu meiner Mandantin, sich diesen Blick ausgewichen und hat sofort das Gerichtsgebäude verlassen nach dem Urteil. Opferanwältin Selija Evlice vertritt vor Gericht eine heute 19-Jährige, bei deren Missbrauch Heiko V. mehrfach live per Videochat zusieht. Er fordert Andreas V. sogar per Mail dazu auf.
Im Nachhinein haben wir auch miteinander nochmal gesprochen, nochmal telefoniert und da hat sie mir mitgeteilt, ja, dass das eigentlich eine große Backpfeife für sie war. Die Staatsanwaltschaft sieht das ähnlich und will in Revision gehen. Vorerst. Diese Zweifel, die wir an dem Urteil hatten, haben sich auch durch die schriftliche Urteilsbegründung nicht zerstreut, sodass wir beschlossen haben, die Revision durchzuführen. Zwei Wochen nach dieser Aussage teilt die Staatsanwaltschaft mit, sich keine Chancen für eine erfolgreiche Revision auszurechnen. Sie zieht ihr Vorhaben zurück. Das Urteil für die beiden Haupttäter ist nicht vergleichbar. Für rund 450 Missbrauchstaten an 32 Kindern, das jüngste war gerade einmal 4 Jahre alt, fällt die Strafe entsprechend hoch aus. 13 Jahre Haft für Andreas V. und 12 Jahre Haft für Mario S. Für beide Täter ordnet die Kammer anschließende Sicherungsverwahrung an. Also die Gutachterin glaubt nicht, auch nach 10 Jahren, 12 Jahren Haft, dass eine Therapie bei den Angeklagten anschlagen könnte. Wenn die Gutachterin das schon so extrem herausgestellt hat, diese pädophile Neigung, werden die beiden es sehr, sehr schwer haben, jemals wieder in Freiheit zu kommen. Nahezu stoisch nehmen Andreas V. und Mario S. ihre Strafen entgegen. Beide Verteidiger und auch die Staatsanwaltschaft akzeptieren die Entscheidung der Kammer. Das Urteil wird rechtskräftig. Auch die Geständnisse der Täter sind darin berücksichtigt. Ich finde, wenn jemand, egal was er für Taten gemacht hat, wenn er diese eingesteht, muss die Kammer das ordentlich berücksichtigen, weil, wenn wir den nächsten Fall haben und der Angeklagte sagt, ob ich hier gestehe oder nicht, das ist mir völlig egal, weil ich nichts zu erwarten habe, nicht mehr für ein Geständnis, dann wäre das der falsche Weg. Der Prozess verläuft nicht nach Plan, steht teilweise auf der Kippe und birgt Unruhen. Während die Verhandlung läuft, durchsuchen Ermittler auf dem Campingplatz eine neue Parzelle. Es gibt einen weiteren Beschuldigten. Daneben stellt Andreas V. Strafanzeige gegen eine Opfermutter, die ihn erpresst haben soll. Das Verfahren wird wieder eingestellt. Der alles entscheidende Moment bleibt der Prozessauftakt. Die Geständnisse waren natürlich sehr hilfreich, vor allem für die Opfer. Das hat sehr viel Arbeit und sehr viel Mühe gekostet, sehr viele Gespräche. Aber die Vorgespräche waren für mich sehr wichtig, den Mandanten dahin zu bekommen, wo ich ihn gerne hinhaben wollte. Damit war der Weg vorgegeben, das war richtungsweisend für das gesamte Verfahren und das war gut, sodass das genau so gekommen ist. Die Beweislast ist auch so erdrückend. Daran hat die Ermittlungskommission Eichwald ein halbes Jahr unter Hochdruck mit zeitweise 80 Ermittlern gearbeitet. Die Geständnisse sind Lohn der Arbeit, sagt EK-Leiter Thorsten Stiffel. Aus meiner Sicht ist das darauf zurückzuführen, dass sie aufgrund der intensiven und vielen Ermittlungen, die die Ermittlungskommission getätigt hat, dass sie keinen Millimeter nach rechts oder links ausweichen konnten. Durch die Geständnisse wird den Opfern der Gang vor Gericht erspart. Dennoch möchte die Jugendschutzkammer einige Kinder hören, um sich einen Eindruck zu machen, wie es ihnen heute geht. Die Entscheidung dazu ist freiwillig. Selbst das ehemalige Pflegekind von Andreas V. sagt aus. Ein 8-jähriges Mädchen, an dem sich der Dauercamper 100-fach vergangen hat. Wenn man Namen in einer Akte liest, ist es schon was anderes, als wenn man Kinder dann sieht, die so Oberschenkel haben und da sitzen und aussagen. Das hat mich sehr beeindruckt und das werde ich auch nicht vergessen. Auch die Mandantin von Selija Evlice sagt aus. Die 19-Jährige ist eine von wenigen Zeugen, die vor den Augen der Angeklagten sprechen wollen. Sie hat sich als Gegenstand gefühlt. Sie hat irgendwann gesagt in ihrer Aussage, ihr habt mir so viel genommen. Ihr habt mir die Entscheidung darüber genommen, wann ich zu einer Frau werden will. Und das war so der Moment, wo sie ja, diese Entscheidungsmacht sich wieder zurückgeholt hat. Der Prozess zerrt an den Nerven aller Beteiligten. Immer wieder kommen neue Details ans Licht. Der überwältigendste Eindruck war die Situation, als wir uns Videomaterial angeschaut haben. Das ging schon ziemlich unter die Haut. Wir haben das nicht gesehen als Presse, als Zuschauer. Wir haben es nur gehört. Wir haben auch Kinderstimmen da teilweise gehört. Und ihr gefriert in dem Moment schon das Blut in den Adern. Plötzlich steht der Prozess auf der Kippe. Andreas V. erkrankt. Der Dauercamper kann sich kaum noch auf den Beinen halten, verliert immer mehr Gewicht.
Im Justizkrankenhaus folgt die Diagnose Gürtelrose. Auf einmal hieß es, nein, der Angeklagte kann auf jeden Fall heute nicht an der Verhandlung teilnehmen. Es kann nur gegen Mario S. verhandelt werden. Ein 5-minütiger Schiebetermin wird angesetzt, denn der Prozess darf nicht länger als 2 Wochen pausieren. Es herrscht Anspannung auf den Fluren des Landgerichts. Keiner will von vorne beginnen. Erst als der Krankenwagen mit Andreas V. vorfährt, heißt es aufatmen. Der Zustand des Angeklagten wird jedoch mit jedem weiteren Prozesstag schlimmer. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte der Prozess neu aufgerollt werden müssen. Das hat mich sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet. Der Mandant hätte das Verfahren ja platzen lassen können. Es wäre mir auch möglicherweise nachzusehen gewesen, wenn er gesagt hätte, ob ich 12, 13 oder 14 Jahre bekomme, ist mir doch völlig egal. Der Prozess ist belastend. Selbst für die Verteidiger ist dieser Fall kein gewöhnlicher. Rechtsanwalt Jürgen Bogner, der Mario S. verteidigt, hat selbst Enkelkinder. In einem Alter, in dem viele der Opfer waren. In diesem konkreten Fall, wie auch in einigen anderen wenigen Fällen, ist es allerdings schon so, dass es einem nicht gelingt, Dinge auf Distanz zu halten. Man also letztendlich persönlich, emotional, schlicht und ergreifend eingeholt wird. Zum Schluss, als die Urteilsverkündung war, kann ich eigentlich nur sagen, dass da schon auch von mir eine gewisse, nicht kleine Last abgefallen ist. Ganz Deutschland blickt auf das Verfahren in Saal 165. Am Ende verfolgen alle Prozessbeteiligten ein gemeinsames Ziel. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich den Eindruck hatte, dass alle Beteiligten, sowohl die Kammer, die Staatsanwaltschaft, die Nebenkläger und auch die Verteidiger, im Hinterkopf ein Ziel hatten, dieses Verfahren möglichst schnell und sauber und ordentlich über die Bühne zu kriegen, ohne diese Spielchen, ohne Anfeindungen. Die Kinder können nach dem Urteil nun vielleicht endlich mit der Aufarbeitung beginnen. Eines ist klar, der Fall Lüchte ist längst nicht abgeschlossen. Das war nur in dem Sinne die Spitze des Eisbergs, das furchtbarste, der schlimmste Teil und auch der wichtigste natürlich, dass diese Haupttäter, dass sie hinter Gitter sitzen. Aber da hängt noch so viel mit dran, was Lüchte betrifft. Gegen 2 Opfer von Mario S., die als Heranwachsende selbst zu Tätern wurden, kommt es zu Verhandlungen. Das Verfahren gegen einen 23-Jährigen wird vor dem Amtsgericht Detmold eingestellt. Ein 17-Jähriger aus Paderborn wird freigesprochen. Im Hintergrund laufen die Ermittlungen weiter. Die Ermittlungskommission Eichwald, die arbeitet noch. Und zudem laufen ja auch noch Verfahren gegen Polizeibeamte, gegen Mitarbeiter von Jugendämtern, Sozialämtern. Also ich glaube, dieser Fall, der wird uns noch ein bisschen begleiten. Noch während des Prozesses nimmt der Untersuchungsausschuss zum Fall Lüchte im Landtag NRW seine Arbeit auf. Er soll die Rollen der Behörden und Politik klären, mögliches Versagen aufdecken. Ein Politiker hält dem Druck nicht stand. Der Hamelner Landrat Tjaak Bartels legt sein Amt wegen Burnouts nieder. Als einen der Gründe nennt Bartels die massiven Anfeindungen nach Lüchte. Wir sind es als Politikerinnen und Politiker gewohnt, beschimpft zu werden und das auch in übler Form. Und auch ich habe das jahrelang ausgehalten. Im Fall Lüchte war meine Grenze deutlich überschritten. Der Lüchte-Effekt ist auf den Straßen spürbar. Weitere Missbrauchsprozesse in Lippe werden öffentlich. Die ganze Gesellschaft scheint hellhöriger zu sein. Wir haben eine viel größere Anzahl von Strafverfahren in diesem Bereich. Das Anzeigeverhalten hat sich deutlich geändert. Das hat, glaube ich, wenig mit dem Fall Lüchte zu tun. Das mag im Moment durchaus ein Punkt sein, der mitspielt, aber generell scheint es mir eine allgemeine Entwicklung zu sein. Doch warum musste es überhaupt so weit kommen? Weshalb konnten die Täter über Jahrzehnte unentdeckt bleiben? In den letzten 10, 15 Jahren ist es unheimlich schwer, Zeugen dazu zu bewegen, auszusagen. Das fängt beim Autounfall an und hört bei einer großen Straftat auf. Für mich ist der Miesepeter im Jugendamt begraben. Da hat es angefangen. Die erste Meldung, das erste Problem, die waren vor Ort. Letztlich eine befriedigende Erklärung kann man da, glaube ich, im Augenblick nicht finden. Und ich glaube auch nicht, dass man da tatsächlich irgendwann eine vernünftige Erklärung für finden wird. Ob es zu weiteren Prozessen kommt, wird erst mit Abschluss der Ermittlungen sicher sein.
Weitere Konsequenzen scheinen aber mit jedem Tag unwahrscheinlicher. Auf dem Campingplatz sind die Spuren des Falls Lüchte nach dem Abriss der Parzellen längst verwischt. Die Taten werden noch lange nachklingen.